Name ist Uwe Schneidewind, ich bin der Präsident des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie. Aus unserer Perspektive ist gerade das Thema Einsatz von Recyclingpapier in Organisationen ein in gewisser Weise Schlüsselthema der ökologischen Debatte insgesamt. Denn auf der einen Seite zeigt sich am Thema Recyclingpapier, wie herausfordernd es ist, in einer Gesamtorganisation einen ökologischen Standard einzuführen. Das selber vor einigen Jahren gemacht und haben dort auch schon einiges an Überzeugungsarbeit leisten müssen. Und das hat uns auch verdeutlicht, um wie viel herausfordernder das für große Unternehmen ist. Zum anderen zeigt sich aber am Thema Recyclingpapier und Papiereinsatz insgesamt im Unternehmen, dass es bei der Nachhaltigkeit weit mehr als nur um Effizienz geht, sondern wir immer auch die systemischen Effekte im Blick haben müssen. Denn der Papierverbrauch ist in vielen Organisationen erheblich gestiegen, weil man heute viel leichter ausdrucken kann als früher. Und wenn wir die ökologischen Herausforderungen mit dem Papier in den Griff bekommen möchten, dann wird eben deutlich, Recyclingpapier ist ein ganz wichtiger Baustein, aber es ist eben immer nur ein Baustein. Und vor dem Hintergrund halte ich auch die Arbeit der Initiative Pro Recycling für so wichtig, weil hier kommen Vertreter vieler unterschiedlicher Unternehmen und Branchen zusammen, um eben typisch und festgemacht am Beispiel des Recyclingpapiers genau über die Herausforderung von Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement in diesen Unternehmen insgesamt zu diskutieren. Und das schafft, glaube ich, eine extrem produktive Atmosphäre. Kann jedem Unternehmen nur empfehlen, sich dieser sehr schönen Initiative anzuschließen.